Ja, los. Letztes Mal haben wir ja die Nordwind-Datenbank importiert. Jetzt möchte ich euch noch zeigen, wie man sich die grafisch darstellen kann. Das geht über Database Reverse Engineer. Hier einfach auf Next. Passwort speichern. So, dann auf Next. Ich habe hier nur die Nordwind, die hake ich an. Next. Execute. Next. So, close. Und was ich jetzt habe, ist einfach hier diese Tabellen so optisch ein bisschen schöner aufbereitet. Die kann man sich hier dann auch zusammenziehen und in die Analyse eintreten. Genau, also ich sehe zum Beispiel hier mit diesen Schlüsselsymbolen, dass das Primary Keys sind, und über Primary Keys werden die Verbindungen zu den anderen Tabellen hergestellt. Das heißt, es muss hier irgendwo eine Tabelle sein, wo diese Personalnummer darauf verweist. Und ein guter Designer, der macht das dann immer so, dass er das so oder so ähnlich in einer anderen Tabelle drinstehen hat. Und wir sehen hier Personalnummer im Format int11, also Integer Zahlenwert 11. Und hier ist auch int11. Also das hier ist diese Beziehung. Und die kann ich sehr einfach darstellen. Jetzt dadurch, dass ich es im letzten Mal auf InnoDB umgestellt habe, indem ich hier auf Foreign Keys gehe und als Foreign Key Name FK, ne, so, jetzt, das kann ich jetzt FK Bestellungen nennen, oder schöner wäre wahrscheinlich FK Personal, weil ich ja hier auf die Tabelle Personal referenziere. So, hier wähle ich dann jetzt eben die Tabelle Personal aus. Hier die Personalnummer zur Personalnummer. Hat er sogar schon gleich erkannt. Und was jetzt passiert ist, dass hier jetzt auf einmal diese Linie gezogen wird. Wenn ich drüber gehe, sehe ich, okay, diese Personalnummer referenziert auf die Personalnummer. Das kann ich alles jetzt so weitermachen. Ich denke, vom Prinzip her wisst ihr jetzt, wie es geht. Wenn ich das alles gemacht habe, dann stelle ich fest, dass es noch eine Tabelle gibt, wo diese Beziehung nicht, also wo ich keine Beziehung habe. Und das ist die. Oh, ist das hier ein bisschen eng? Ich mache mal ein bisschen größer. Das ist diese Tabelle, die bleibt dann übrig, Versandfirmen. Und da waren sie halt sehr kreativ bei der Nordwind, denn hier steht eine Firmennummer, und diese Firmennummer finde ich hier nirgends. Aber wenn ich mir die Tabelle Bestellungen mal angucke, und jetzt lohnt es sich, in die Inhalte zu gehen. Bestellungen, Rechtsklick, Select Rows. Dann sehe ich, dass in Versand über nur die Zahlen von 1 bis 3 drin vorkommen. Ich kann auch hier nochmal klicken, um die Sortierung zu ändern. Sehe, niedrigste Zahl ist 1, höchste Zahl ist 3. Und wenn ich mir die Tabelle der Versandfirmen angucke, dann stelle ich fest, es gibt nur 3. Also das ist dann offensichtlich die Beziehung. Der Versand über hier in den Bestellungen referenziert auf die Versandfirmen. Ja, und dann mache ich es jetzt eben gerade nochmal für dieses Beispiel. Ich gehe in die Tabelle, wo der Foreign Key ist, also wo, lege hier einen neuen Foreign Key ein. Klicke hier Versand über. Ach nee, ich muss jetzt hier noch die referenzierte Tabelle
dann Versand über auf die Firmennummer und fertig. Und jetzt habe ich hier eben auch diese Beziehung. Und wie gesagt, was ich natürlich auch machen kann, ist, wenn ihr jetzt hier nicht die InnoDB hättet, umgestellt vorher, dann könnte man das hier immer noch machen. In der Windows-Version muss ich hier erst nochmal aufklappen. Das ist gerade ein Unterschied, den ich festgestellt habe. Also das sind hier zwei so Pfeilchen. Hier habe ich das schon bei der Table, während in der Windows-Version geht es halt gleich hier mit den Columns los. Da unterscheidet sich die Workbench hier offensichtlich. Okay, aber man kann es auch nachträglich umstellen. Das war das, was ich noch sagen wollte. Der Vorteil ist, wenn ich das jetzt nutze, ich ziehe mal die Tabellen hier so ein bisschen auf die Seite, dass ich mit so einem Designer, gerade für Menschen, die es optisch mögen, mir diese ganze Tabelle einfach gut vorstellen kann. Und später, wenn ich im SQL dann die Tabellen miteinander verknüpfe, um die Daten wieder zusammenzubringen, dann kann ich halt einfach nochmal gucken, ah ja, Bestellungen hängt mit Personal über Personalnummer dran. Wenn man dann mal erfahren ist, dann kann man sich das meistens sparen, außer so eine Datenbank erreicht eine Riesengröße, dann könnte es auch nochmal sein, dass es interessant wird. Aber gerade für Leute, die das kennenlernen, den empfehle ich einfach, nutzt den Designer, zieht erstmal in aller Ruhe eure Beziehungen zwischen den Tabellen, schaut, wie die zusammenhängen, guckt, ob ihr noch irgendwelche Sachen findet, die komisch sind. Zum Beispiel im Personal habe ich doch noch was. Genau. Wenn ich mir die Personaltabelle angucke, dann habe ich hier hinten unter Vorgesetzter komischweise nicht alles ausgefüllt, aber 2 und zweimal die 8. Das ist so, wenn ich eine hierarchische Struktur habe, also vor Eltern-Kind-Beziehungen, dass ich die in einer einzelnen Tabelle abbilde und einfach dann die Eltern-Kind-Beziehung hier reinschreibe. Das heißt, der Vorgesetzte von 1 ist 2. Also der Fuller ist Vorgesetzter von Davolio. Und der Fuller hat aber auch einen Vorgesetzten, nämlich die Nummer 8. Und das ist Callahan. So hängt so eine Beziehung zusammen. Das nennt man Selbstreferenzierung. Also die Tabelle referenziert sich auf sich selber. Wird immer dann genutzt, wenn ich eine hierarchische Struktur habe. Zum Beispiel Navigationsleisten, von wo ich dann sage, wenn ich hier klicke, dann geht folgende Navigation auf. Bei Stammbäumen und so weiter. Also immer dann, wenn ich Eltern-Kind-Beziehungen habe, verwende ich so eine Selbstreferenzierung. Auch ein Telefonbuch, wenn ich da Organisationen abbilde oder so, würde man eine Selbstreferenzierung machen. Da ist es besonders wichtig, weil wenn man es da nicht macht, dann ändert sich mal wieder die Organisationsstruktur und dann müsste man sein komplettes Datenbankdesign, seine komplette Programmierung, alles, die Formulare, müsste man alles neu machen oder ändern. Und wenn man es in einer Tabelle hat, dann kann einem die Organisationsänderung weitgehend egal sein, weil dann trägt man einfach nur die neuen Werte ein, die neuen Namen von den Hierarchien und was weiß ich. Und das heißt, der Entwickler hat überhaupt kein Geschäft, sondern nur der die Datenbank dann hinterher pflegen muss. Gut, so eine Selbstreferenzierung könnten wir jetzt hier auch nochmal schnell machen. Hier ist die Personaltabelle. Das heißt, da hier die Selbstreferenzierung in der Personaltabelle ist, muss ich den Foreign Key eben auch so anlegen, dass er innerhalb FK vorgesetzt und das referenziert eben auf sich selber. Und ich möchte von meinem Foreign Key Vorgesetzter auf die Personalnummer das machen. Und in so einem Diagramm sieht das dann eben so aus, dass praktisch hier eine Beziehung auf die Tabelle selber gezogen wird. Das hier bitte niemals machen. Klammern haben in einer in Tabellenspaltennamen nichts zu suchen. Minusse haben nichts zu suchen, werden wir in der Folge sehen, was das für blöde Effekte hat, wenn man da Minusse verwendet.
Also am besten nur die Buchstaben, die das englische Alphabet hat und einen Unterstrich und alles andere, nein, kann nur zu Problemen führen. Gut, das war's schon wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.